Guten Tag. Zwilling ist wie Quecksilber. Zwilling liebt Tarnung und Zwilling liebt Verkleidung. Man kann sagen, Zwilling ist einfach unberechenbar, weil Zwilling wird sehr schnell von Menschen und Sachen fasziniert und plötzlich langweilt sich und zieht einfach weiter. Zwillinge haben schon viel Ahnung über viele Sachen, weil sie sich für viele Sachen interessieren. Die können mit Bildern sprechen, die können mit kurzen Sätzen sprechen. Also die Sprache von einem Zwilling ist sehr, sehr vielfältig. Die erfassen in kurzen Bildern, in kurzen Sätzen das ganze Gefüge von einer Situation. Ich kenne sehr viele Zwillinge, die damals in der Schule und an der Uni die Professoren und die Lehrer nachgeahmt haben. Die haben so immer eine kleine Burleske daraus gemacht. Und ich kenne einen Zwilling, der auf den Tischen stand und bevor der Professor kam oder eine Lehrerin, da hat der Zwilling die Lehrerin oder den Professor schon nachgemacht. Das war sehr lustig für die Schüler und für die Studenten. Aber Professor hat das alles gesehen und dann war der Zwilling sofort der Erste, der etwas beantworten sollte. Wusste natürlich nicht, da hat er einen Daumen runter bekommen. Aber das ist die Gabe von einem Zwilling, deswegen viele Zwillinge arbeiten in Medien, Journalismus und können das alles sehr schnell nachahmen und erfassen. Zwillinge wissen wirklich über viele Sachen Bescheid und da kannst du mit denen nicht diskutieren, weil sie wollen Recht haben und sie wissen wirklich über Sachen Bescheid. Also du kannst nicht jetzt mit dem Zwilling diskutieren darüber, ob man Eier im Kühlschrank halten soll oder lieber auf dem Küchenschrank soll einfach lassen. Solche Gespräche interessieren den Zwilling nicht, weil er weiß wirklich Bescheid, wie man die Eier aufbewahren soll. Du kannst mit dem Zwilling auch nicht reden, wie man Nudelteig macht, mit Ei oder ohne Ei. Das langweilt den Zwilling sofort. Eine Frau hat neulich einen Zwilling gefragt, kennst du Panko? Natürlich kennt Zwilling Panko. Diese asiatische Paniermehlart. Zwilling hat schon hunderte Male etwas mit Panko gemacht, Wiener Schnitzelchen mit Panko. Nicht diese deutsche Paniermehl, weil das ist zu schwer und das ist anderes Verfahren. Aber Panko, man kann Garnelen auch mit Panko machen, schön in Ei wenden und dann mit Panko und dann im Fett ausbraten. Ah, eine Delikatesse, das machen Asiaten so. Also Zwilling kennt das alles. Deswegen braucht man mit Zwilling darüber nicht zu diskutieren, weil Zwilling weiß das alles und zieht schnell weiter. Und wie ich gesagt habe, Zwillinge haben keine Gehirnausfälle wie die Fische. Die sind nicht geistesabwesend. Die haben keine Probleme, weil die sind sehr, sehr klar im Kopf und wissen über viele Sachen Bescheid und wollen schnelllebig weiterleben. Deswegen merkt man, wenn man mit Zwilling zusammen ist, dass der Zwilling plötzlich total gelangweilt ist und hat keine Lust, mit dir weiter zu sprechen. Man darf dem Zwilling das nicht übel nehmen. Du bist langweilig. Du hast nichts viel zu erzählen. Aber dem Zwilling kannst du das nicht anpinnen und sagen, du bist schuld. Das ist das Leben mit dem Zwilling. Schnelllebig und schnell alles machen. Alles läuft schnell. Zwilling ist schnell. Er hat schnellen Sex. Er redet schnell. Er hat alles gesehen. Wenn er irgendwo reinkommt, hat er alles gesehen auf den Wänden, alle Leute gesehen. Und eigentlich interessiert den diese Party nicht mehr, überhaupt nicht. Das sind langweilige Leute. Zwilling wird sofort weggehen. Aber liebe Zwillinge, werde ich auf jeden Fall noch ein paar Tage hier erzählen, aber für heute ist meine Zeit schon um.